Das Finale des World Cups wird dann im Oktober des nächsten Jahres in Brüssel stattfinden. Der Modus ist ein bisschen kompliziert. Es gibt Punkte in den Mehrkämpfen für die Ränge 1 bis 18, aber die einzelnen Teilnehmer, die sich für das Finale qualifizieren wollen, müssen nur an mindestens 3 der 8 Turniere insgesamt teilgenommen haben. Man wird im weiteren Verlauf dieser Serie dann sehen, wie viel sie wert ist und wie sich das Finale dann auch in Brüssel 1990 als Veranstaltung präsentiert. So, ich denke, wir haben es jetzt. Als Erste macht sich bereit am Stufenbahn Natalia Laschenova. Um es noch einmal zu sagen, Vize-Weltmeisterin im Mehrkampf bei den Weltmeisterschaften vor 6 Wochen hier, hinter Svetlana Boginskaya, Mitglied der Weltmeisterriege der Sowjetunion, 16 Jahre, aus Riga. Noch ein bisschen Magnesia, damit die Hände schön trocken bleiben. Die beiden Holmen sind bereits mit Magnesia und mit Schmirgelpapier bearbeitet. Und nun geht's los. Trainer steht bereit für die Tkatschow-Grätsche. Gina-Salto. Stalter-Umschwung am unteren Holm. Riesenfelge und Doppelsalto. Kein allzu großes Risiko bei Natalia Laschenova. Sauber, sicher geturnt. Hier diese Kontergrätsche. Und dann der Gingersalto, abgeschaut von den Männern am Reck. Und dann noch der Abgang, der Doppelsalto aus der Riesenfelge. Natalia Laschenova.